Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Mittwoch, den 10.06.2020? Ich muss mich heute ein bisschen kürzer fassen. Ich bin ja extremst spät dran, aber das Bild ist eigentlich selbsterklärend, oder? Ich muss gar keine Einleitung bringen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Also, ich muss es nicht erklären. Sie wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Hier wirft einer die weiße Flagge. Also, mal gucken, was haben wir gestern erzählt? Wir haben gestern gesagt, dass hier relativ viele davon ausgegangen sind, dass es ein Aufwärtskick kommt. Ich habe gesagt, ich bin nicht so überzeugt davon, dass tatsächlich ein Aufwärtskick kommt. Einfach, weil wir ja hier weiterhin diese Widerstandszone haben, weil der DAX auch diese typischen flachen Hochs da gesetzt hat und das eigentlich oft nach unten ausspielt. Das hat er jetzt auch getan. Ist runtergegangen. Wir haben hier unten gesagt, erster Zielbereich wäre tatsächlich dann schon eher am Gap Close zu suchen, den haben wir nicht gesehen. Den haben wir noch nicht gesehen, aber er hat zumindest die ersten zwei Kerzen hier schön rot runtergedrückt. Ne? Also die ersten, der hat eigentlich von Anfang an gezeigt, dass er runter will halt. Ne? Und da haben wir, glaube ich, gestern relativ prägnant gesagt, wenn der rote Kerzen zeigt, wenn der schön nach unten treibt, gehen es davon aus, dass er noch ein bisschen fallen kann. Das hat er getan. Unsere Elisa haben wir hier im Teilverkauf dann mit 130 Punkten mal was eintüten können. Und jetzt bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Grundsätzlich ist es ja schon so, der muss nicht runter. Ne? Aber ich fand es schön, der hat richtig Überraschungsmoment auf seiner Seite gehabt. Ne? Da haben ganz, ganz wenige jetzt damit gerechnet, dass der tatsächlich nicht nach oben geht und die 13.000 macht, sondern dass der nach unten geht und dann vor allen Dingen auch gleich so viel. Also da hat er, glaube ich, wirklich viele auf dem falschen Fuß erwischt. Und das ist schon eine Vorlage. Wir haben das heute früh auch geschrieben im Dienst. Ne? Das ist schon eine gute Vorlage für den, weil es gibt zum einen die, die long drin waren und die noch nicht raus waren. So, für die ist es, für die meisten ist es dann schwer zu sagen, wenn der Markt zurückkommt, okay, dann realisiere ich hier. Die wollen gerne nochmal die Hochs dann haben, um auszusteigen. Oder hier so ein Gap Close oder sowas halt, ne? Wollen die denn gerne nochmal haben? Das heißt, die realisieren nicht. Das heißt, die kommen unter Druck, umso weiter der Markt fällt, weil natürlich die ganzen Gewinne aufgefressen werden, die sie nicht realisiert hatten. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt viele, die einfach Short wollten. Gehen wollten. Hier vielleicht sogar Short drin waren, aber sofort wieder geschossen haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass der hier relativ ruhige Kugel schiebt und sie einfach dann später wieder oben weiter einsteigen können. Auch die kommen natürlich unter Druck, umso weiter unser DAX fällt. Das heißt, er macht eigentlich jetzt genau das, was ich nach einer längeren Seitwärtsphase dann einfach erwartet hätte halt, ne? Also, dass er wirklich hier einfach ein bisschen zur Seite schiebt und dann hinten raus dieses Überraschungsmoment ausfaltet. Jetzt hat er es ja direkt gleich aus unserer Verkaufszone rausgestartet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der jetzt hier reinkommt, weil wenn der wieder schwächer reinkommt und hier drückt, der hat hier die F410. Aber ich meine, wenn sich da jetzt alle Long reinstellen, dann können sich an drei Fingern abzählen, was passieren wird halt, ne? Also da sollte zumindest schon ein bisschen achtsam sein. Jetzt, er hat das Überraschungsmoment gerade auf seiner Seite. Das heißt, wenn er das ausspielt, kann es so eine Etage tiefer gehen. Und mit Etage tiefer müssen wir tatsächlich diese Bereiche um, ja, schon 12.200 dann in den Fokus nehmen halt, ne? Hier haben wir noch ein offenes Gap. Hier haben wir hier noch ein Tief bei 12.330. Das darf man nicht ganz vergessen. Aber wenn der hier durchmacht, das ist ein bisschen aufpassen dann halt, ne? Also dann kippt die Kiste dann doch schneller um, als das hier gedacht war. So, grundsätzlich ist aber die 410, 420 auch noch eine Unterstützung. Das heißt, wenn er tiefer kommt, und momentan muss man davon ausgehen, dass er es nochmal unten rausprobiert, dafür war die Aufwärtsbewegung hier zu träge, zu korrektiv, auch zu stark seitwärts. Es ist auch sogar das, was wir erwartet hatten, ne? Also wer von uns die Mails noch bekommt. Ich weiß gar nicht, wir haben Vormittag relativ viele Mails verteilt. Über den Nachmittag ist ja nicht mehr viel passiert. Ich glaube, die letzte war aber trotzdem so. Oh, wann haben wir nochmal eine geschickt? 19 Uhr oder sowas? Hat man nochmal gesagt. Also, wenn er so seitwärts an der 600, wenn er unter 600 sogar bleibt, wäre das richtig negativ. Aber dass ich ihn schon eher seitwärts an der 600 rausgehen sehe. Und für Long-Signale hätte ich schon über 700 gebraucht. Das hat er nicht gebracht. Also, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier jetzt nochmal unten probieren und dann wäre, wie gesagt, der Gap Close eine Option. Solltet ihr aber von dem Gap Close oder von einem neuen Tief ohne Gap Close zu machen, müssen wir auch einkalkulieren, wieder direkt nach oben schnipsen. Und dann hake ich die Kiste schon fast ab, weil dann ihm schon wieder zu viele Shorts wahrscheinlich drin sind und er dann wieder hier hochlaufen wird. Ne? Also, das heißt, wenn er hier unten zu dolle hochzuckt und sich direkt wieder hochstellt, dann wird der wieder hochlaufen. Dann wird der vielleicht nochmal eine 800 anlaufen, eine 850.
Und ich glaube, dann kriegen wir hier wirklich dann diese mehrtägige Seitwärtsphase, die ich ja letztendlich eigentlich erwartet hatte hier oben. Ne? Dass der Markt einfach hier ein paar Tage zur Seite schiebt und dann fällt. Drückt es sich aber unten durch und macht, und vor allen Dingen hier, er muss an der 4,20, 4,10 zeigen, dass er drauf scheißt. Ja? Um das mal wirklich so zu sagen, wie es ist. Der muss zeigen, dass er davon nichts hält, dass man da kauft. Der muss da durchdrücken, wenn er denn die 4,10, 4,20 überhaupt erreichen sollte. Na, aber wenn er da durchdrückt, dann muss man ihm nach unten wieder mehr Raum geben. Das kann im Zweifel eine 3,30 werden, 12,30, es kann sogar auch eine 10,170 werden, 10,200, kann auch die 12,040 werden, selbst die 11,830. Das sind unsere Rücklaufbereiche. Na, weil der Markt viel Volatilität hat, weil er stark gelaufen ist, sind es ganz normale Rücklaufbereiche, aus denen heraus der Markt sogar wieder nach oben aufdrehen kann und auch wieder deutlich aufdrehen kann. Ne, gucken Sie sich den Nasdaq an, der zeigt null Absichten, irgendwo mal einen Doppeltop zu machen. Der zeigt, hat jetzt die 10.000 geknackt, zeigt sich in bester Verfassung. Wenn die weiter nach oben treiben, die Amerikaner, wird auch unser DAX irgendwann seine Abwärtsmotivation wieder zur Seite legen, langsam wieder seitwärts gehen und dann nach oben auftreiben. Deswegen ist es wichtig, wie viel Druck kann er in der Abwärtsbewegung halten, wenn das weniger wird unten raus, ne, weil das einfach auch zu impulsiv begonnen wurde. Wenn das jetzt weniger Druck nach unten raus wird, immer ein Anzeichen dafür, dass er dann wieder nach oben auftreten kann. Ja, also es ist unheimlich wichtig, wie wir jetzt hier zum, was haben wir jetzt Mittwoch, wie wir zum Mittwoch eigentlich die Tendenz setzen halt, ne? Also wie der Mittwoch treiben kann und wie kräftig er auch treiben kann. Mittwoch sind an sich eigentlich gerne auch mal gute Trendtage, ja, können aber ordentlich zur Seite schlagen, also nicht ordentlich zur Seite schlagen, wie so ein Donnerstag, sondern so träge halt, ne? Also lahm. Von der Situation würde ich eher denken, es könnte ein kleiner Trendtag werden und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir uns hier an neuen Tiefs verhalten, weil wenn die nach oben zucken und er das sehr früh schon macht und dann hier so hochdrückt, dann ist die Kiste eher Richtung 12.800, 12.850 wieder zu sehen. Und wer weiß, vielleicht macht er dann hier oben auch Gap zu und stößt nochmal oben drüber, vielleicht an der 69 oder sowas. Ja, also auch wenn er so oberhalb von 12.700, man muss ihm schon Raum geben. Ne? Sagen wir mal, vielleicht oberhalb von 47 muss ihm Raum geben bis 12.800, 12.850 und dann vielleicht sogar wieder 12.900 und mehr. Ja? Weil wenn er also wenn er fällt, dann mit Überraschungsmomentum. Das ist jetzt gerade da. Wenn er das jetzt verwirft, wenn er das verpasst, wenn er das nicht verwandelt bekommt, im Zweifel halt leider wieder aufwärts. Das ist dann so. Ja, so gerne ich ihn unten haben will, aber der muss dranbleiben, der muss drücken können. Okay? So, dann gucken wir noch kurz den Tageschart. Im Tageschart hat er jetzt dann hier endlich mal eine genommen. Endlich mal eine genommen, nachdem er hier schon viele Chancen nicht verwandelt hat. Drückt er sich jetzt hier unten von dem Boden weg. Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, dass der sehr wichtig ist. Dass ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass der DAX hier zur Seite schiebt, dass er hier eine kleine Umkehr auch mal probiert. Der probiert es jetzt. Ja, und jetzt wird wichtig, was passiert jetzt? Das war der erste Streich. Na, das reicht aber auch noch nicht, um einen Trend zu kippen. Mal eine lange rote Tageskerze. Wenn er da jetzt wieder eine grüne dahinter stellt, dann wird der wahrscheinlich auch zum Donnerstag die Tageskerze grün. Und dann sind wir schon wieder relativ schnell an einem Punkt, wo wir dann schon wieder eine 13.100 hier ins Spiel bringen müssen. Also wir müssen schon anfangen, weiter zu schieben. Aus dem Tageschart heraus sind dann durchaus auch, ja, durchaus auch hier, wir haben ja nicht viele Rücklaufpunkte, ne? Also geht dann durchaus schon ein bisschen tiefere Region. Vielleicht die 200-Tage-Linie, ja, aber da reden wir auch schon über eine 11.900. Bin sehr gespannt. Na, ich bin sehr gespannt. Geht dann relativ, ja, hat nicht viele Unterstützung runterzugelassen. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie der sich zum Mittwoch jetzt verhält. Weil wenn der hier jetzt ausbremst, wenn der Ruhe reinnimmt, wenn der Ruhe reinbringt, wenn er die Tiefs hochzuckt, müsste man eigentlich schon wieder dann direkt Long reinknallen halt, ne? Weil das sehr wahrscheinlich dann schon wieder deutlicher nach oben laufen kann. Okay? Also achten Sie schön drauf, wie druckvoll der Kerl bleibt. Der muss sich nach unten durchbeißen. Muss knabbern. Tief für tief für tief. Wenn er von den Tiefs nur hochdrückt, wird's nichts. Wird's nichts. Na, weil er hat sich's auch echt schwer gemacht. Aus sowas heraus, eine Umkehr ist schwierig. Ja, es ist schwierig, wenn er zu
das zu offensichtlich probiert. Also dem DAX gelingt es viel öfter, wenn der dann so eine Seitwärtsphase einfach macht, ewig, ne, über eine Woche oder so, manchmal sogar über eine Woche, dann klappen die Trendwechsel viel besser im DAX halt, ne? Dann haben die viel mehr Punch hinten raus, weil der dann hinten raus überrumpelt, ne? Der sammelt in der Seitwärtsphase, sammelt er die ganzen Leute, dreht die um und dann drückt er hinten raus. Das klappt im DAX viel besser, deswegen bin ich hier noch ein bisschen skeptisch, aber es ist eine gute Vorlage. Es ist eine schwierige Vorlage für den DAX, aber es ist eine gute. Ja, also gut im Sinne von, er hat ja schon viel geschafft, ne? Er hat jetzt Überraschungsmomentum aufgebaut, er ist nicht dolle zurückgekommen, aber er muss halt da jetzt echt dranbleiben, weil jetzt spielt die Zeit halt dann auch gegen ihn. Das hätte er nicht, wenn er seitwärts läuft. Dann hätte er sich runter zur Zeit lassen können ohne Ende, aber hier muss er wirklich dranbleiben. Umso weiter er hier hoch zurückkommt, umso höher läuft die Gefahr, dass er uns wieder zu hoch zurückrennt. Okay, gut. Dann können wir jetzt hier zumachen. Sonst wiederhole ich mich zum 10. Mal, aber das sind wichtige Punkte, das müssen Sie auch verstehen. Sonst verstehen Sie meine Denkweise nicht und damit auch meine Interpretation nicht. Und das wäre das Schlimmste, wenn ich denke, der Markt fällt und Sie dann long gehen. Weil Sie einfach nicht verstanden haben. Und da erzähle ich das auch gerne zwei oder dreimal, solange ich immer wieder merke, nee, da hat wieder einer was fehlinterpretiert. Ich wiederhole es so lange, bis es wirklich Letzte verstanden hat. Okay, gut, alles klar. Ich mache jetzt hier aus, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie zum Mittwoch gut wegkommen. Und ich drücke denen, die long sind, die Daumen, dass sie noch was rauskriegen. Ich drücke aber auch den Short, denen die Daumen, die hier Short drin sind, die noch ein bisschen was rausholen wollen. Bestenfalls macht es der DAX so, dass beide was von haben. Das fände ich auch schön und das kriegt er auch oft hin. Wird hier aber wahrscheinlich eher schwieriger. Also ich glaube, das wird eher eine wie sagt man, hopp oder top? Top oder hopp? Hopp, hopp oder? Sie wissen, was ich meine. Top oder? Ne, ich krieg's nicht hin. Hopp oder top, sagt man das so? Das klingt so komisch. Ja, make or break. Gucken. Wir gucken mal. Gut, Freunde, ich mach aus. Wünsche euch was. Bis morgen. Tschö.